des Geburtstages. Ja, würde ich eigentlich mal anfangen vom Systemsprung zum Geburtstag. Was erwarten Sie sich eigentlich jetzt von diesem Film speziell, dass Sie auch eine kleine Tour trotz dieser Corona-Krise gestartet haben, was ich natürlich super finde, dass Sie das machen, dass Sie wirklich wollen auch Anerkennung dafür. Ist auch mutig und richtig, beides. Was erwarten Sie sich von der Produktion, dass Sie doch etwas in die Hände haben, doch in größeren Stile jetzt in Deutschland eine kleine Tour machen? Ja, ist natürlich gerade ehrlich gesagt schwierig einzuschätzen, weil ich habe das Gefühl, wir wissen alle seit 3 Monaten gar nichts mehr so richtig und es ist nicht mehr so, dass wir gewohnte Wege gehen in allem Leben. Von daher, jetzt ist es natürlich irgendwie so ein gewisses Experiment, aber ich hoffe einfach, dass irgendwie Leute sich einerseits zurücktrauen ins Kino und ich finde, dass der Geburtstag eigentlich ein schöner, passender Film ist, gerade thematisch auch, weil ich meine, auch da wird unser Hauptprotagonist Matthias auf eine Reise geschickt, in etwas, was er überhaupt nicht erwartet hat. Ne? Also er will eigentlich abends zur Premiere seiner Freundin gehen und plötzlich sitzt er im Auto mit einem fremden Jungen und weiß überhaupt, wo er seine Freundin hinbringen soll, aber bringt ihn ja. Und gerade auch so diese Thematik, ich finde, in der Zeit ist jetzt das familiäre Zusammenleben auch komplizierter geworden. Man hängt plötzlich aufeinander und. Das ist nicht immer einfach, das finde ich. Was? Kurz einwerfen darf. Genau das, ne? Dann plötzlich streitet man sich doch vielleicht mal ein bisschen häufiger und denkt sich, oh, du gehst mir aber einfach auf die Nerven. Und ich finde, vieles spiegelt sich in diesem Familienbild, was wir hier haben, durch Matthias an. Ja, auch sehr gut wieder. Von daher habe ich die Hoffnung, dass das vielleicht auch irgendwie den Leuten und ihren Gefühlen entspricht. Ja. Und ja, ich finde es auch toll, dass wir in Zusammenarbeit mit unserem Verein da die Bundesländer gesagt haben, dass wir eine kleine Tour machen. Auf jeden Fall. Und vor allem auch, dass von dem Film auch der Ansatz kam, dass für die Bundesländer, wo die Kinos noch nicht offen sind, der Film auch online dann erhält. Ja, und da kriegen die auch eine Beteiligung, glaube ich. Genau, genau. Was ja auch so 50% von den Einnahmen ist, das finde ich, ist ja auch irgendwie eine faire Herangehensweise, dass wir wollen. Oder wenn die Kinos dann ja auch über ihre Seiten das bewerben, ihre Stammgäste können genau darüber über den Kanal auch zu Video und zu uns finden. Und ich glaube, das ist die richtige Herangehensweise, ja, irgendwie Leute zu erreichen, die das auch sehen, die sich vielleicht nicht sicher fühlen, noch die Möglichkeit, den Film trotzdem zu sehen. Und bis jetzt ist es wirklich schön, ja, in der Zeit, alle Diskussionen und die Wahrnehmung war. Wie war das für Sie? Ich habe schon Carlos gefragt. Ja, ich persönlich war in dem Fall nicht da, weil. Nee, genau, weil mein Kollege aus Berlin dann mit der Berlin fand, das sieht natürlich sehr viel kürzer aus als Köln. Welcher war das jetzt? Genau, das war der Jakob Weidemann. Genau. Genau, wir gucken ja auch einfach mal, wir sind da ja sehr auf den Projekten auch, dass wir alle in an bestimmten Stellen, deswegen konnte er da genauso gut natürlich hinfahren. Und da war es sehr viel praktischer für ihn, einfach aus Berlin einmal nach Halle zu fahren, weil da vermeidet man ja natürlich auch den Fliegen bei den Reisen. Das war aber sehr schön. Also es war wirklich irgendwie viel Presse da. Es war natürlich auch ein Team da, weil wir da in Halle gedreht haben, was sehr schön war. Und aber auch ganz viele Talente interessiert waren, einen Film über ihre Stadt zu sehen. Und das war eine schöne, angeregte Diskussion über den Film. Da wollte ich auch nochmal nachhaken, weil es dann Halle auch passiert ist, viel gedreht worden auch in Halle. Alles. Genau, Jan, nämlich auch, weil alles kann ich ja noch nicht wissen, deswegen frage ich Sie auch, wie kam es, dass Sie Halle eigentlich gedreht haben? Das war ein bisschen aus der Entwicklung heraus. Wir haben mit Carlos zusammen überlegt, mit wem arbeiten wir mit Carlos und hatten unter anderem Philipp Klaus vorgeschlagen, mit dem wir damals schon mit dem Film von und die beiden haben sich total gut verstanden, das hat gut funktioniert und dann kamen wir über das Konzept, dass wir in Schwarz-Weiß und alle natürlich irgendwann anfangen zu drehen. Und diese ganze Idee mit Schwarz-Weiß und der Geschichte, der Reiz für uns daran war auch ganz klar, diese Losgelöstheit, dass es nicht örtlich, zeitlich so richtig verankert ist, ja auch irgendwie aus dem realen, authentischen Leben abdriftet in diese Film-Noir, leicht surreale Ebene.
Und genau, deswegen waren wir dabei Schwarz-Weiß und dann haben wir gesagt, wenn wir diese Orte, die so schön widerspiegeln, was wir natürlich alle nicht kannten. Und dann sind wir auf die erste Location Tour gegangen und haben wirklich ganz, ganz tolle Eindrücke von der Stadt erhielt. Waren dann auch im Zoo, irgendwie kurz zuvor ein Elefantenbaby geboren war. Und dann passte es irgendwie alles zusammen. Und dann war okay, lass uns das wirklich noch einmal machen. Das ist irgendwie eine Stadt, die einen besonderen Charme hat. Ne? Also auch so Titel im Film sind ja auch wirklich einerseits irgendwie so industriell geprägt, andererseits aber auch irgendwie haben so eine Spannung gehabt. Und da waren wir echt sehr glücklich. Also bei der Location Tour natürlich auch aufwendig, weil man eine kleine Stadt ist und man dann gucken muss, wo findet man jedes einzelne Motiv. Aber wir waren am Ende doch sehr glücklich und haben alles. Ja, das ist auch toll, weil das ist auch eine Location, die ist jetzt nicht so overfilmt. Ja, man, genau. Also wenn man das mal so sagen darf, aber ja, manchmal hat man ja auch keine Lust mehr auf den nächsten Berlin-Film. Ich lebe in Berlin, aber ich kann das unterschreiben, genau. Was Sie sagen. Ja, ja. Also ich liebe Berlin und alles. Ich liebe auch Filme, die in Berlin spielen. Aber manchmal muss es auch mal was anderes sein. Ne? Weil es sind irgendwie auch mittlerweile diese Bilder, die wir erkennen und kennen. Und Hallewald, das ist so ein neues Ding. Man macht ein bisschen alle Biester auch mal. Ja, also Sie haben ja nun schon gerade einige Filme ins Kino gebracht, aber wenn wir mal zwei herausgreifen wollen, ist eigentlich der größte Erfolg des Systemspringer und vielleicht wird das auch ein Erfolg, zumindest ich achte nicht, was für Geburtstag, was ich auch wirklich wünsche. Für was steht eigentlich Weidemann Brothers? Weil von meiner Sichtweise ist es halt Filme, zwar natürlich die Leute ins Kino bringen sollen, aber das sind jetzt nicht so typische Filme, wie es in der Filme. Hatte da einen speziellen Ansatz, Anspruchsvolleren, auch als Produzenten? Manches ist ja auch ein bisschen schwer, nicht ganz so einfach zu konsumieren. Was ist Ihre Philosophie? Das entspricht auch etwas. Ich finde auch das Dingsprenger, das ist auch eine total schöne Erfahrung, weil es Film ist ja auch eigentlich von der, wenn man es erstmal liest, in der Synopsis und so, Prämisse gehört, ist das jetzt nicht der Film, den wir sehen, aber genau die Möglichkeit entdeckt, und das war schön. Und das ist für uns irgendwie was, wo uns so ein bisschen auch so wollen, Filme machen, die sich mit der heutigen Zeit, aber es ist gesellschaftlich mit verschiedenen Themen beschäftigen, mit zwischenmenschlichen Geschichten, die bewegen und eine Aussage haben. Und für uns ist so das äußerste oder das wichtigste Merkmal, wie wir unsere Projekte entscheiden, dass sie uns bewegen. Wir mit Regisseur, zusammenzuarbeiten, wie auch so ihren eigenen Stil. Und wenn wir uns einfach irgendwie einmal mit ihren Band ziehen und sowohl mit ihrer Geschichte als auch mit ihren eigenen Filmen, dann ist es auch ganz schnell geschehen und da sind wir ehrlich gesagt leidenschaftlich. Und da scheiden wir uns für unsere Babys und dann schläft man nicht mehr, wie man das mit Babys macht und zieht sie groß, bis sie in die Schule gehen können, ob dann das Kino ist. Und irgendwann gehen sie, verlassen sie die Eltern. Ja, irgendwann verlassen sie die Kinder, gehen auf die DVD-Kasse und widmen uns den nächsten Kindern. Aber eine Hand aufs Herz, haben Sie eigentlich damals wirklich als Dienstspieler produziert? Ja, natürlich müssen Sie ja das Projekt geglaubt haben, das hätten Sie ja nicht unterstützt, das ist ja klar. Aber haben Sie wirklich gedacht, dass es dermaßen ein Erfolg wird, also wenn man den Weißen gesehen wird, und es hat ja wirklich auch Enthusiasmus. Ich habe ja die Atmosphäre ausgemacht, weil ich habe ja die Atmosphäre auch bei der Berlinale Hautner erlebt, ne? Und da habe ich auch wirklich auch sehr gefeiert und sie war ja ganz unprätentiös und hat also sich erstmal alles von der Seele auf mir gesprochen und so. Also das war wirklich ein toller Moment. Auch. Also für Sie sowieso, aber auch für mich jetzt so als Rezipient. Filmkritiker war das schon was Besonderes. Haben Sie so nicht gedacht, dass das so eine Furore macht? Nein, in diesem Ausmaß. Also ich meine, wie ich es gerade eben beschrieben habe, auch da hat unser Herz angefangen zu schlagen, als ich das Drehbuch das erste Mal gelesen habe. Also ich kann mich an mein erstes Mal damit erinnern und weiß noch, es war echt ein unglaublich langes Drehbuch, einfach logischerweise, weil auch der Film ist noch länger. Und oftmals hat man dann ja echt so Momente, wo man irgendwie durchhängt und denkt, wirklich noch 20 Seiten oder noch 50, aber in dem Moment war es auch nicht Lesen. Puh, es hat so eine Power gehabt, wo wir irgendwie alle total drin gesteckt haben und gesagt haben, okay, ein schwieriger Film wird vielleicht nicht der größte Erfolg einer Kinokasse, aber der ist wichtig, lass uns den machen, das ist eine Geschichte, die erzählt werden muss. Und dann hat sich das ein bisschen weiterentwickelt, ne? Wie das irgendwie so eine Frau aus einem Magen getroffen hat beim Lesen, war dann irgendwie auch der Durchschnitt genauso, dass wir gedacht haben, diese Stärke aus dem Drehbuch ist einfach da und den liefert das.
wenn man guckt, dann ist es wirklich von Stufe zu Stufe weitergegangen, dann waren die Einnahmen zur Aufnahme und wir dachten schon, wow, krass, was das. Natürlich haben wir das auch gehofft, aber man kann ja nie sagen, damit wussten wir nicht, damit haben wir nicht klar rechnen können. Und dann ging es wirklich in einem durch, ja. Das ist schon beeindruckend. Ja. Nochmal zwei Fragen. Sie als Produzentin, einmal können Sie sich erstmal vorstellen, jetzt in dieser schwierigen Zeit der Corona-Krise, in der wir uns ja immer noch befinden, auch wenn es die sogenannten Lockerungen gibt und so. Ja. Haben Sie da eigentlich auch schon mal überlegt, ob Sie das vielleicht mit Film zu dieser Thematik machen können und mit den eigenen Aspekten? Diskutiert man das oder würden Sie sagen, das ist ja zu naheliegend? Also bisher gibt es ja noch nichts, wird wahrscheinlich kommen. Ist das was für Sie? Wird wahrscheinlich kommen, wenn ich definitiv überzeugt bin, dass das eine Verantwortung kommt. Wir haben jetzt noch nichts da irgendwie in der Entwicklung. Das ist sicherlich ein spannendes Thema, aber ich würde es auch in der übertragenen Sinne sehen, wenn ich ein Projekt sehen würde oder was mich reizen würde, weil ich meine, jetzt eins zu eins zu erzählen, was wir gerade erlebt haben, das wäre dann für mich eher der TV-Film. Aber diese Situation, in der man plötzlich steckt, und auch von einem Tag auf den anderen, das ist nicht mehr wahrnehmen, wo wir es gewohnt sind, wo man seine Freiheit hat, seine Reisefreiheit hat, nicht mehr. Man kann seine Freunde nicht mehr sehen, und auch Social Distancing. Das ist aber mit der Psyche. Genau. Ne? Also, das finde ich ein total spannendes Thema, wo man sicherlich was draus machen kann. Und im Endeffekt, naja, was bis jetzt waren das, glaube ich, Filme, die wir nicht so gestimmt haben. Genau. Und jetzt sind sie Realität geworden. Also, da werden sicherlich Filme kommen und wenn da irgendwie was kommt, was nicht so gut, schließe ich das überhaupt nicht aus. Ich würde jetzt nicht auf die Suche gehen und sagen, das ist ein schöner Lockdown-Stoff, aber ich glaube, da gibt es spannende Sachen zu überlegen. Und ist eigentlich jetzt aktuell etwas, was Sie produzieren und auch mit diesen erschwerten Bedingungen produzieren? Also, ich weiß nicht, es sind ja einige Sachen, werden ja jetzt gedreht, aber dann muss da auch der Abstand eingehalten werden. Ist gerade etwas, was in einer Basis in Angriff hat und wo man da sich ernsthaft anarbeiten muss und kann sich das auch das mitteilen? Das wir starten mit zwei Projekten, also wir drehen ein Projekt jetzt fertig, in zwei Wochen starten wir da und man muss starten. Es sind sicherlich auch ganz neue Bedingungen, wo man irgendwie ganz anders denken muss, das Team anders aufstellen muss, mit verschiedenen Herangehensweisen, Corona-Maßnahmen, Hygienebeauftragten, Dinge konfrontiert ist, die man vorher nicht kann und so nicht auf dem Schirm hat. Aber ja, wir starten in der Dreh und wir sind auch sehr froh, dass wir uns dazu jetzt entschlossen haben. Das war natürlich eine große Frage. Aber ja, ich glaube, können Sie das schon sagen, was das für ein Projekt ist oder wollen Sie noch nichts dazu sagen? Also, das wäre natürlich interessant. Sie müssen ja nicht zu viel verraten, aber ein bisschen. ja, da würde ich mich jetzt gerade einmal gerne an der Stelle zurückhalten. Weil die Pressemeldungen kommen dann auch noch recht bald nach. Natürlich. Das ist eine Frage eigentlich von den Inhaltlichen. Zum Beispiel, wenn man jetzt so einen Film dreht, darf man überhaupt nicht sehen wollen. Wissen Sie das? Also, ist da ein Auflagenkatalog oder wie sieht das aus? Da sind Auflagenkataloge ganz klar und die lesen sich auch ein bisschen aus. Also ich meine, alles, was irgendwie unter einem Meter 50 Abstand ist, jetzt nagel nämlich nicht fest, wie war die Regel. Ich glaube, da darf man maximal 2 Minuten in einem Stück arbeiten und muss dann auseinandergehen und dürfen und rausgehen aus dem Ganzen. Aber sicherlich muss man dabei in den Drehbüchern auch nochmal gucken, was man ändert. Also ich glaube, da gehen gerade alle irgendwie in die Arbeit und gucken, hey, was können wir drehen, was muss man anders machen. Wir haben da aber schon auch Szenen in dem Bereich, die es geben wird, wo wir die 1,50 Meter unterschreiten. Aber da muss man dann natürlich ganz klar mit Tests und allem arbeiten und vorbereiten, dass wir da sicher sind und unsere Schauspieler und das Team einfach nicht gefährdet sind. Aber es muss keiner beim Filmdreh erstmal vor der Quarantäne oder so, dass die erstmal 2 Wochen isoliert werden. Nee, es werden regelmäßige Tests durchgeführt. Da sind natürlich von dem Test an bis zu dem Tag, wo man dreht und so, muss man natürlich schon da irgendwie ein bisschen vorsichtiger sein. Und da bitten wir unser Team und den Cast auch, Rücksicht zu nehmen. Aber wir haben keine offizielle Quarantäne. Das ist auch aufwendig. Zu der Thema die letzte Frage. Bei dem Beide-Mamas, also auch als Produktionsfirma, ja, was
wie kalkulieren die da eigentlich? Also erstmal ist es ja nicht so ein bisschen konstant, oder? Man weiß nicht genau, wann es jetzt zu einer der Normativen zurückkehrt und ob überhaupt in der wir uns noch bis vor dreieinhalb Monaten geschafft haben. Aber ich befürchte, so schnell werden wir sie nicht haben. Also ich glaube, das ist, wie wir alle in anderen Wirtschaftszweigen rechnen, bis der Impfstoff nicht da ist, bis Corona allgegenwärtig bis dahin wird sich das nicht zu einer kompletten Normalität entwickeln, denke ich. Und wir müssen natürlich anders kalkulieren. Wir müssen Kostenberechnungen, wir wollen nicht kaufen, das sind die Kosten, die wir nach verschiedensten Seminaren, und da gibt es ja auch Auflagen, die der Hilfsgenossenschaft und sonst wo man jetzt erfüllen muss. Und das kann man dann schon ja auch nicht konkret kalkulieren. Haben Sie auch Hilfe bekommen, staatliche Hilfe eigentlich? Projekte, die abgebrochen wurden oder die nicht stattfinden konnten und geplant waren, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, genau, werden da von den Förderanstalten und den Bauanstalten jetzt für neu aufgelegte Projekte ist das natürlich schwieriger, aber wir haben selbst, dass wir gerade groß rauskommen, dass es einen Ausfallfonds geben wird. Bis jetzt die Versicherungen nicht für einen Pandemiefall eintreten. Das ist aber jetzt, also wenn es eine staatliche Variante gibt. Und ganz neu seit der letzten Woche entwickelt sich das gerade, ist noch nicht fertig entschieden, ist noch nicht bestätigt, aber wird kommen. Und das wird definitiv auch wichtig sein, weil sonst ist es einfach vom Risiko, was man trägt. Kann es eine Produktionsfirma einfach schnell machen? Von dieser traurigen und schwierigen Thematik so Abschluss nochmal von Ihnen wissen wollen, habe ich die Kaders gefragt, ich war gefragt, wenn wir dass wir uns bald wiedersehen und unter fröhlichen Bedingungen. Also heute haben wir uns auch schon mal Anfang damit gemacht, aber vielleicht, dass die nächste Berlinale so werden könnte, wie letzte Woche gewesen ist. Dass man sich mal wieder die Hand geben darf. Genau, und haben kann, wie auch immer, wenn man sich besser kennt und so. Das wäre doch schön, ja. Uns zu feiern. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich.